Gentlemen, heute plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzähle euch, was im letzten Jahr nicht ganz so nice gelaufen ist und welche Learnings ich aus dem letzten Jahr mitnehmen konnte. Wir alle haben ja schon irgendwie das Ziel, die beste Version von uns selbst zu werden. Und wenn wir das werden möchten, dann müssen wir natürlich auch selbstkritisch reflektieren. Und das habe ich für das letzte Jahr auch gemacht und mir ist aufgefallen, dass einige Dinge nicht ganz so glücklich gelaufen sind. Und darüber spreche ich heute. Und warum mache ich das? Leute, es reicht ja, wenn einer die Fehler macht, oder? Erster Fehler. Ich habe mir im letzten Jahr keinen Urlaub gegönnt. Und anstatt Urlaub zu gönnen, war ich natürlich im Büro und habe gearbeitet, auch wenn man das auf YouTube nicht so direkt gesehen hat. Aber im Hintergrund ist sehr, sehr viel abgegangen. Das war sehr, sehr schade. Denn ich hatte eigentlich geplant, 2-3 Wochen nach Südamerika zu fliegen und ich habe es immer wieder weiter nach hinten verschoben aus diversen Gründen und am Ende des Jahres ist daraus dann gar kein Urlaub entstanden. Das ist nicht nur super schade, sondern man braucht ja auch den Urlaub. Man muss es so sehen, wenn du ins Fitnessstudio gehst, ja, und irgendwie den Muskel aufbauen möchtest, dann braucht der Muskel im Anschluss natürlich auch Regeneration und so ist das mit dem Kopf da oben auch. Der Muskel, der hier oben sitzt, braucht auch im Laufe des Jahres mal Regeneration und wenn der keine Regeneration bekommt, dann kann er auch nicht so viel Power geben. Heißt, ich hatte keine Regeneration, also im Sinne von einem 2- bis 3-wöchigen Urlaub. Ich hatte mal hier und da ein paar Städtetrips, aber das war natürlich keine wirkliche Erholung. Von daher werde ich in Zukunft jetzt wieder am Anfang des Jahres meinen Urlaub planen, dann ist da fest im Kalender drin und dann kann man daran auch nichts rütteln und so soll es auch sein, weil dann kann man sich auch auf etwas richtig, richtig Schönes im Jahr freuen. Zweitens, die Work-Life-Balance hat nicht gepasst. Wie eben schon angesprochen, ich habe super viel gearbeitet. Bei mir gab es keine Work-Life-Balance, sondern eher eine Work-Work-Balance. Also manchmal habe ich sehr viel gearbeitet, manchmal nur sehr viel und manchmal normal und deshalb gab es irgendwie keine Work-Life-Balance, weil auch viele Projekte gerade gleichzeitig laufen, es sind viele Baustellen noch offen und im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin gerade tatsächlich auch am Bauen, was auch wirklich sehr viel Zeit und Energie raubt, was ich in dieser Form und diesem Ausmaß nicht gedacht hätte. Von daher hat die Work-Life-Balance nicht gepasst und die muss auf jeden Fall in diesem Jahr wieder ins Gleichgewicht bekommen, weil das wirklich unfassbar wichtig ist. Drittens, Reaktion statt Aktion. Was meine ich damit? Ich habe im letzten Jahr einfach auf zu viele Dinge reagieren müssen und habe weniger agiert und eigentlich muss es andersherum sein. Klar, ich habe eben angesprochen, ich bin angefangen zu bauen, das bedeutet im Umkehrschluss, dass du natürlich auch auf viele Dinge reagieren musst. Ja? Du musst mit den Gewerken sprechen, mit verschiedenen Leuten sprechen und dann einfach auch ständig mit denen in Kontakt sein und dann halt auch ständig reagieren, falls irgendwas ist. Aber am Ende des Tages gibt dir das ein super unbefriedigendes Gefühl, weil du irgendwie am Ende des Tages nicht das Gefühl hast, dass du einen Step weitergekommen bist und was geschafft hast. Von daher werde ich im kommenden Jahr auf jeden Fall diese Reaktionszeit in einen Slot packen, in diesen Slot dann alles abarbeiten, was geht, damit ich am Ende des Tages wirklich ein schönes Gefühl habe und weiß, dass ich ordentlich was geschafft habe und viel agiert habe. Viertens, durch dieses vermehrte Reagieren bin ich dann in die Erreichbarkeitsfalle hineingerutscht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen für diverse Ansprechpartner, für diverse Gewerke und war ständig am Handy, habe ständig telefoniert, habe ständig Nachricht beantwortet. Dann hat man irgendwie das Gefühl, man muss ständig irgendwie online bzw. erreichbar sein, hat das Handy direkt neben sich. Man kommt irgendwie gar nicht zur Ruhe. Und das ist für mich irgendwie ein sehr unschönes Gefühl. Man muss dann einfach auch mal sein Handy auf lautlos schalten, das Handy dann auch komplett weglegen und vielleicht auch mal eine Zeit lang offline sein, nicht auf Social Media unterwegs sein. Das tut dem Gemüt tatsächlich dann sehr, sehr gut. Und das werde ich vermehrt im neuen Jahr machen. Next one, um mein Zeitmanagement so ein bisschen auf die Kette zu kriegen, mache ich mir mal Pläne. Und die Pläne sollte man am Ende des Tages auch einhalten. Was nützt denn der beste Plan, wenn man ihn nicht einhält? Und ich habe im letzten Jahr meinen eigentlichen Plan nicht ganz so gut eingehalten. Das muss ich in diesem Jahr auf jeden Fall wieder besser machen, um halt auch meine Ziele zu erreichen. Tipp an dieser Stelle, macht euch am besten wirklich so einen Stundenplan fertig, wie man damals in der Schule, in der Grundschule oder sonst wo hatte, heftet euch den irgendwo hin, dass ihr den auch immer seht, damit ihr ganz genau wisst, okay, wann ist was dran, damit ihr auch wirklich euren Plan einhaltet. Der nächste Punkt fällt mir tatsächlich von Jahr zu Jahr immer mehr auf und das ist so ein irgendwie konstantes Learning, was ich immer aus jedem Jahr mitnehme und zwar Qualität statt Quantität und das tatsächlich in sämtlichen Lebensbereichen. Sagen wir mal zum Thema Alkohol trinken. Damals, ja, wenn du ein Teenager bist und in der Sturm- und Drangphase bist, da hast du natürlich auch mal Lust, dir einen völlig hinter die Binde zu kippen. Mittlerweile habe ich dieses Bedürfnis gar nicht mehr, sondern ich will lieber 1-2 Drinks trinken, aber dann wirklich hochwertige Drinks, anstatt dich irgendwie vom Planeten zu schießen. Gleiches auch zum Beispiel beim Thema Essen. Damals habe ich wirklich Essen in mich hineingeschaufelt ohne Ende. Mittlerweile achte ich viel, viel mehr darauf, dass das Essen wirklich qualitativ hochwertig ist und versuche auch nicht mehr solche Mengen zu essen wie damals, sondern besser portioniert. Gleiches auch beim Thema Freunde. Damals hatte ich irgendwie das Bedürfnis, super viele Menschen kennenzulernen, ja, und auch so mit super vielen Menschen Kontakt zu haben. Jetzt ist mir allerdings viel, viel wichtiger, Quality Time mit den Leuten zu verbringen, die mir
tatsächlich sehr wichtig sind, wie zum Beispiel auch die Familie. Apropos Quality Time, ich habe mir im letzten Jahr viel zu wenig Quality Me Time gegönnt. Das ist mir tatsächlich erst gegen Ende des Jahres aufgefallen und da habe ich dann versucht, irgendwie ein bisschen nachzuholen, aber es war auf jeden Fall nicht genug, denn ich genieße die Zeit mit mir selbst und allein echt extrem, weil ich einfach da super kreativ bin, mir fallen super interessante Sachen ein und ich bin da einfach wirklich sehr, sehr gerne mit mir alleine und die Zeit werde ich auf jeden Fall in diesem Jahr nachholen. So Leute, jetzt habe ich aus dem Nähkästchen geplaudert und jetzt seid ihr dran. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, was eure Learnings aus dem letzten Jahr waren, eure größten Learnings oder eure Fehler, aus denen ihr am meisten lernen konntet. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. Denkt dran, keiner von uns ist perfekt. Wichtig ist am Ende des Tages oder Jahres oder Woche, dass wir einfach selbstkritisch und selbstreflektierend mit uns umgehen und dadurch einfach ein Stück weit besser werden.